Hallo und willkommen zu einem neuen Video mal wieder. Heute geht es mal um was anderes als Triebse oder Garnelen. Heute geht es um Pflanzensamen. Und diese winzig kleinen Samen, also wirklich winzig Samen, fast staubähnlich, gehören zu einer Pflanze, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und zwar zum Kalanchoe. Oder wie es auch im Volksmund genannt wird, flammendes Kätzchen. Diese Samen sind von einer gelben Farbvariante. Die Naturform ist rot, aber diese Form hat auch eine Kreuzblüte wie die Naturform. Also nur mit vier Blütenblättern. Es gibt auch etliche Farbformen und Blütenformen, die gefüllte Blüten haben. Also ähnlich wie solche kleinen Röschen. Und was ich neulich auch gesehen habe, es gibt auch schon Kreuzungen unter Kalanchoe-Arten, die dann größere Blüten hervorbringen. Auch mit solchen Rosen dann. Ja, das sind die Samen des Kalanchoe. Wenn man eine Naturform hatte, denn bei den Zuchtformen mit den Röschen, dann kann das vorkommen, dass die keine Samen bilden. Beziehungsweise, weil das dann hybridisierte Formen sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall bilden die keine oder nur sehr wenige oder unfruchtbare Samen. Und deswegen sollte man eigentlich immer als Naturform, beziehungsweise die Naturform als Mutterpflanze nehmen, dass man dann auch ordentliche Samen rausbekommt. Ja, hier sieht man, die Samen in einer Blüte sind immer ziemlich viele Samen. Ich kann hier mal probieren. Hier ist so eine Blüte vom Sommer mal abzumachen. Und mal hier zu zeigen, wie viele Samen da ungefähr in so einer Blüte drin sind. Es hält sich in Grenzen eigentlich. Zumindest bei der Blüte hier. Sonst sind es auch ein paar mehr. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr kleine Samen. Wenn man die Samen aussehen möchte, empfiehlt sich, ein Folienzelt zu machen. Über einem Blumentopf mit Hilfe einer Plastiktüte. Oder man nimmt einen Anzuchtkasten oder Anzuchtgewächshaus, in dem die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit dauerhaft gleich sind. Die brauchen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit zur Keimung und man sollte sie nur auf die Oberfläche streuen und nach Möglichkeit nicht bedecken mit dem Substrat. Bei mir war es so, die Samen haben innerhalb von 3 Tagen gekeimt, die spätesten waren dann nach einer Woche draußen. Also beim Kalanchoe geht das echt sehr schnell. Und ja. Jetzt sind das schon solche Pflanzen, wie man sie ungefähr im Supermarkt kaufen kann, von der Größe her. Also die kleinen, es gibt da meistens 2 verschiedene Sorten, beziehungsweise Größen. Einmal die kleinen, die nur unten ein paar große Blätter haben und dann schon darüber die Blüten. Und dann gibt es meistens noch größere Pflanzen, die dann schon ein paar mehr Blätter haben, was dann schon ein halber Busch ist. Ja. Auf jeden Fall wie die kleinen Ausführungen sehen die jetzt schon aus, nur halt ohne Blüten, wie gesagt. Auf jeden Fall kann man so seine Kalanchoes, sofern es die Naturformen sind, problemlos vermehren. Es keimen auch sehr viele Samen von denen, die ausgesät werden, vorausgesetzt die Bedingungen stimmen. Und wenn man sie auf Kokoserde aussetzt, sollte man sie nach Möglichkeit bald in ein nährstoffreicheres Substrat umsetzen. Und dann eben rausstellen oder wie auch immer. Oder man stellt sie noch eine Weile unter Folienzelt, bis sie eingewurzelt sind. Naja, wie auch immer. Das war erstmal das Video zu den Kalanchoe-Samen. Ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, mal darüber ein Video zu machen. Ich habe zumindest keins im ganzen Internet gefunden und habe Samen von Kalanchoe auch keine Bilder gefunden oder so. Deswegen habe ich gedacht, mache ich mal ein Video dazu. Stellt es auf meinen Kanal. So, also wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das auch gerne liken oder teilen, falls ihr Leute kennt, die sowas interessiert. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Macht's gut, Leute, und ciao.